Moin Moin, ihr Film-Junkies und herzlich willkommen zu der Rezension von Viral. Der erscheint am 21.07.2017 auf Blu-ray, DVD und Video on Demand. Und durch freundliche Unterstützung von Cape Light Pictures durfte ich halt diese Blu-ray hier rezensieren. Und ja, nach dem Intro geht's dann weiter und dann mal gucken, wie der ist. Wenn man nach den Zitaten auf den Cover von Viral geht, da steht ja drauf, dass der Regisseur von Nerf ist und die Produzenten sind ja halt von The Purge. Also steckt ja natürlich jetzt hier Blumhouse Productions hinter und man weiß ja ganz genau, was Blumhouse Productions sind. Da kann man eigentlich nichts falsch machen mit diesem Film. Ja, weil die Regisseure Henry Jost und Ariel Schumann haben ja bewiesen mit dem Film Nerf, dass sie einen Blockbuster schaffen könnten. Also ich sag mal, das ist ja eher eine Richtung Thriller gewesen. Dieser Film ist aber eigentlich ein Parasitenalbtraum mit so ein bisschen Coming-Age-Drama-Anteilen. Und es wird auf jeden Fall den Zuschauer genügend Zeit gegeben, dass der Aufbau der Charaktere stattfindet. Und darunter leidet auch nicht mal das Tempo. Das Tempo ist einfach, ja, schon gut. Also es kommt keine Langeweile auf. Und man muss auch sagen, dass natürlich in den Drehbuch, also in den Storyline, kommt sehr viele Coming-Age-Drama-Anteile drinnen vor. Aber es kommen trotzdem auch noch spannende Szenen drinnen vor mit einigen Jumpscares, also ein paar Schreckern. Und ich muss auch sagen, Ablauf, die Erzählweise vom Drehbuch fand ich gar nicht schlecht. Aber wobei man trotzdem sagen muss, es gibt genügend Ähnlichkeiten zu anderen Filmen oder Serien. Also ich fand manchmal so mit den einzigen Sachen, ich werde jetzt darüber nicht mehr weiter drauf eingehen, aber wer natürlich die Serie The Strain kennt, der weiß ganz genau Bescheid, was ich wahrscheinlich meine. Und ich fand auch manchmal, dass das so ein bisschen, weil das ja so ein Infected Horror ist, dass das so ein bisschen auch Endzeitmäßig rüberkommt. Und ich muss auch sagen, das geht so ein bisschen in Richtung World War Z oder halt Under the Dome. Also dass da jetzt eine Ähnlichkeit besteht mit anderen Sachen, Elementen, ist natürlich auch schwer umzusetzen. Das Rad wird in Horrorfilmen nie neu erfunden. Und ich muss auch sagen, er war überraschend wirklich gut gelungen. So, dann kommen wir mal zu Schauspielern. Die Schauspieler, das waren ein paar zwei bekanntere auch Schauspieler. Das war einmal Annaleigh Tipton. Die kennt man aus Lucy. Und dann gibt es noch Sophia Black Dahlia. Die war bekannt aus Ben-Hur, hat sie im letzten Film gespielt. Und ich muss sagen, die haben eigentlich ihre Sache sehr solide gut gemacht, auch wie der gewisse andere Cast. Und ich war eigentlich so ein bisschen positiv überrascht, wie sie das so ein bisschen rübergebracht haben, halt mit dieser Grippe, mit diesen, nachher dann halt mit der Schule. Ich muss sagen, die haben das schon einigermaßen gut umgesetzt. Hätte der Film mehr Horrorelemente gehabt und wäre auch ein bisschen blutiger gewesen, hätte ich ihn wahrscheinlich besser gefunden. Aber ich muss trotzdem sagen, es ist ein atmosphärischer Horrorfilm oder Infected Horror, sage ich mal jetzt so. Aber dennoch mit den ganzen Aspekten kann man sagen, dass es doch ein ganz guter Parasiten-Schocker ist. Und ja, sonst so ein paar Logikfehler, da kann man jetzt drüber hinwegsehen, das wäre jetzt meckern auf hohem Niveau. Und ich kann ihn eigentlich jetzt soweit jedem empfehlen. Ich war überrascht und fand ihn auf jeden Fall sehr gut. Kommen wir nochmal zu der Blu-ray an sich, sage ich mal. Kepler bringt ja immer schöne Papphüllen raus, die so ein bisschen reflektormäßig sind. Also ich finde immer die sehr schick. Und dann halt in der Emery-Hülle. Zu dem Bild kann ich auf jeden Fall nur sagen, ich fand das Bild hatte schöne Kontraste, sei es im Schwarzwert oder halt im hellen Bereich. Der Ton war meiner Meinung, okay, ich habe erst über normalen Fernseher geguckt, ich hätte mal über eine Heimkinoanlage gucken sollen. Der war okay, sage ich jetzt mal so. Die Extras waren leider nicht so pralle. Das war eher eine Sparflamme als super Extras. Da gab es halt nur Trailer und Filmtipps. Aber dennoch, wie gesagt, so ist es für Sammler zu empfehlen. Ja, das Fazit ist auf jeden Fall, Blumhouse Productions bringt mit Viral einen atmosphärischen Survival-Schocker in die Filmregale. Kann ich einfach nur so sagen. Und deswegen gebe ich dem Film eine Bewertung von 7 von 10. Ganz ehrlich, hat er sich verdient und ich finde auch, den kann man sich angucken. Wenn auch vielleicht nur einmal, aber man muss ihn mal gesehen haben. Ist mal was nicht anderes, aber trotzdem irgendwie auch schon wieder anderes. Keine Ahnung, ich kann mich ja nicht so entscheiden. Aber auf jeden Fall kann ich euch den empfehlen. Ja Leute, auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, ne, kommentiert doch mal gerne in die Kommentare halt, ob ihr euch den Film kaufen würdet oder nicht. Und ja, ob euch das überhaupt interessieren würde. Oder was ihr überhaupt denkt über die nächsten Horrorfilme. Ob das Thema ausgelutscht ist oder nicht, keine Ahnung. Könnt ihr mal gerne ja mal kommentieren, würde mich ja mal sehr freuen, was ihr darüber denken würdet. Weil ich liebe ja Horrorfilme. Aber auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, ein Like geben. Ein Abo wäre natürlich immer schön, das wisst ihr ja. Und dann würde ich sagen, Leute, bis dann und ciao und bam!
Okay.